Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena und wir schauen heute, wir schauen heute wieder, was passiert heute an deinem Tag. Und zusätzlich, wie üblich, nehmen wir Engelbotschaften. Und ich hoffe, meine Lieben, dass euch geht es gut, ihr seid gesund und munter und bereit, diese Information, die kommt gleich, aufzunehmen. So, meine Lieben, der Stapel Nummer 1. Wenn du ein bisschen mehr Zeit brauchst, drück auf die Pause und in Ruhe wähle deinen Stapel. So, meine Lieben, wer hat diese Stapel gewählt? Der Engel der Motivation. Das Leben steckt voller Überraschungen und Veränderungen. Bitte deinen Engel, dass er dir hilft, dich immer wieder zu motivieren, auch wenn die Dinge mal stillstehen scheinen. So schenkt er dir neue Energie und erweckt deine Tatkraft. Du wirst dich gleich viel lebendiger fühlen und kannst gestärkt die Dinge anzupacken. Das ist sehr gut. Leben ist wirklich voller Überraschungen und motivieren müssen wir uns so oder so. Schatten, meine Lieben, du hast heute Familienkarte, Glückskarte, volle Programme Glück. Das heißt Erfolg, Glück, etwas Schönes, emotionale, sehr, sehr schöne emotionale Familientag. Kann sein, jemand hat Geburtstag, kann sein, du wirst eingeladen. Kann sein, dass irgendwie etwas wird bei der Arbeit gefeiert. Irgendwie, ich sehe hier sehr positive, sehr emotionale, liebevolle Miteinander. Kann sein, dass du so ein Glück hast, dass du zum Beispiel jemanden kennenlernst oder dass du in eine Reise eintretest. Kann sein, dass du heute heiratest oder jemand und du bist dabei bei dieser Hochzeit. Stapel Nummer 2, meine Lieben. Der Engel der Hoffnung. Bleib dir und deinen Träumen treu. Dein Engel der Hoffnung ermuntert dich in schweren Zeiten nicht aufzugeben, sondern stets an deine Herzenswünsche zu glauben. Schicke positive Gedanken in das Universum und glaube fest daran, dass sich alles zum Guten wenden wird. Das ist sehr wichtig, weil, schaut mal, meine Lieben, hier ist keine gute Karte, aber Hoffnung, wie sagt man, stirbt zuletzt. Das heißt, kann sein, dass du heute nicht so gute Nachricht bekommst. Irgendwie eine Situation, die dir wehtut. Ein Wort fremden Menschen oder Streit oder zum Beispiel Gespräch bei der Arbeit. Kann sein, dass jemand hintergeht dich. Jemand schlägt dich. Du hast zum Beispiel jemandem was Gutes getan und jemand schlägt dich heute zurück. Ab und zu mal diese Karte mit kleinen Verletzungen, zum Beispiel du hast Brot geschnitten oder Apfel, kleine Blut kommt aus dem Finger. Kann sein, auch Herzensschmerzen hast du heute. Pass bitte auf dein Herz. Bitte keinen Streit, weil diese Karte sagt, das könnte auch bis zum Krankenhaus kommen. Sei bitte aufpassen. Kann sein, jemand aus der Verwandtschaft, Bekanntschaft, Nachbar, musst du was helfen. Und hoffen, dass alles wird gut, dass alles wird sich regeln. Ich wünsche euch, meine Lieben, einen wunderschönen Tag. Alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.